Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche in unserem hochgepokert Wettstudio. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich melde mich hier wieder aus meinem Homeoffice aus Rheinbeck bei Hamburg. Wir werden gleich auch Tickets verlosen für Werder Bremen gegen Augsburg, wie angekündigt. Vorab kommen wir zur Auswertung des prominenten Tipps von letzter Woche von Sticktop Rasmussen und danach dann natürlich auch einen neuen Tipp, einen Promi-Tipp von Thomas Bredaric, Ex-Nationalspieler, Champions League-Finalist mit Bayern 04 Leverkusen, damals gegen Real Madrid, also absoluter Fußballexperte, mittlerweile Trainer, da komme ich gleich zu. Also, Auswertungen, wie ihr auch in der Grafik gleich seht. Stick hat 5 Tendenzen von 9 Spielen richtig, ist damit im guten Mittelfeld, hat sich gut geschlagen. 5 Punkte, da er kein genaues Ergebnis richtig hatte. Bisher ist also immer noch der Barbares, Sergei Barbares, in Führung mit 9 Punkten in der prominenten Rangliste der Tipper. Ja, und deshalb geht es gleich weiter. So, liebe Wettfreunde, jetzt kommen wir zu dem Promi-Tipp des kommenden Wochenendes für die Bundesliga. Und ich freue mich, dass wir den Thomas Bredaric dafür gewinnen konnten. Ex-Nationalspieler, hat seine besten Zeiten vor allen Dingen auch bei Bayer Leverkusen gehabt und damals die Champions League, vor allen Dingen das Finale erreicht gegen Real Madrid, das sie dann leider verloren haben, damals noch mit Zidane, irgendwie Traumtor, ich erinnere mich noch. Ja, und den Thomas, den werde ich jetzt anrufen, der hat mir also versprochen, jetzt hier am Start zu sein, wollen wir mal schauen. Hallo Thomas, Jan-Peter Jachtmann, ich grüße dich. Schön, dass du heute unseren Promi-Tipp machst für das Bundesliga-Wochenende. Ja, wir fangen am besten auch gleich an. Also eine kurze Frage auch für unsere ganzen Viewer hier. Der TSV Steinbach ist wie viele Jahre hintereinander aufgestiegen, hattest du erzählt? In den letzten 7 Jahren 6-mal aufgestiegen, wow. Und also ihr seid guten Mutes, dieses Jahr auf jeden Fall noch die Klasse zu halten. Du bist, und wie lange bist du jetzt dort vor Ort? Wann bist du angetreten dort? Ich bin jetzt ein halbes Jahr da und ja, das Engagement ist manchmal sehr kräftezehrend, aber es macht Spaß, eine tolle Herausforderung. Okay, dann wünschen wir schon mal viel Erfolg, dass ihr auf jeden Fall TSV Steinbach dieses Jahr in der Regionalliga haltet. Und dann schauen wir mal, wie ihr euch dann im kommenden Jahr entwickelt, sozusagen. Ist ja auch eine Liga mit vielen Traditionsclubs. Ich glaube, Waldhof Mannheim ist da irgendwie in Führung. Da ist Kickers Kassel, genau. Hessen Kassel, Kickers Offenbach. Also ist ja schon, hört sich schon auf jeden Fall gut an, die Liga. Also, Thomas, jetzt komme ich zum Bundesliga und wir fangen an mit dem Spiel von Freitag. Dein Tipp für Hertha BSC gegen Hannover 96. 1-1. Aha. Schon mal so, also du sagst, Hannover wird noch mal, sich nochmal aufbäumen sozusagen. Alles klar. Dann haben wir. Neuer Trainer und 96 hat auch, was ich mal jetzt, nichts mehr zu verlieren. Okay, verstehe. Also interessant. 1-1, haben wir notiert. Dann haben wir VfB Stuttgart gegen den FC Bayern. Ja, 1-3. Okay. Dann haben wir HSV zu Hause gegen den Darmstadt 98. Oh, jetzt haben wir kurze Verbindungsunterbrechung, das kann auch passieren. Mache ich also nochmal. Ist ja live alles. Ja. Thomas, bist du wieder da? Warst gerade weg. Also, drittes Spiel, machen wir gleich nahtlos weiter. HSV gegen Darmstadt 98. 1-1. 1-1, okay. Ich hoffe natürlich als Hamburg-Fan auf den Heimsieg, weißt du ja, aber schauen wir mal. Dann haben wir auch ein schönes Abstiegsduell, Werder Bremen gegen FC Augsburg. Schwieriges Spiel, denke mal. 2-2, okay. Nächstes Spiel, Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim.
1-1, sehe ich auch so. Und dann haben wir Ingolstadt gegen Mönchengladbach. Auch ein interessantes Spiel. Auch wieder 1-1. 1-1. Notiert. Dann Wolfsburg gegen Mainz 05. Auch wieder ein Remis. Ich würde jetzt mal sagen 2-2. 2-2. Du hast viele Remis. Also du könntest dir, wenn das so ausgeht, ja. Du hast bisher von 7 Spielen 6 Remis. Dann ist, also mal sehen, schauen wir mal. Dann haben wir Schalke 05 am Sonntag, das Ruhrpott-Derby, Schalke gegen Dortmund. Könnte man eigentlich auch wieder unentschieden tippen. Wobei ich aber sage, die Dortmunder gewinnen 2-1. 1-2, genau, für Dortmund. Und the last but not least, auch dein alter Verein involviert, FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Auch ein sagt man das, Rhein-Derby oder Niederrhein-Derby, weiß das bei euch da? Ja, Rhein-Derby, ne? Rhein-Derby, Ja, da würde ich dann für Leverkusen 1-2-0 tippen. 0-2. Thomas, ich danke dir, dass du mir die Zeit genommen hast. Ja. Wie gesagt, alles Gute und irgendwann, wenn es die Zeit erlaubt, haben wir ja gesagt, vielleicht schaffst du es mal zu irgendeinem Charity- oder Promi-Event auch mal wieder an deine sozusagen Neben-Hobby, dass du wieder mitpokerst irgendwo. Aber zurzeit bist du natürlich voll engagiert als Trainer und hast wenig Zeit. Also, viel Erfolg und bis demnächst hoffentlich. Tschüss, Thomas. Ja, danke schön, ja, Peter. Mach's gut. Ciao. Gut an alle. Ciao. Ja, vielen Dank, Thomas. Das war also der Promi-Tipp. Und dann werden wir auch sehen, wie Thomas da insgesamt abschneidet. Wenn einige Unentschieden passieren, können sein, dass er vielleicht sich an die Spitze unserer gesamten VIP-Liste hier setzt. Schauen wir mal. Und jetzt kommen wir zur Verlosung der Tickets. Wir haben dann noch immerhin 7 richtige Kommentare oder Antworten bekommen auf die Frage, wo hat der Max Kruse in seiner Jugend gespielt und wo war seine erste Profistation. Wir haben auch die, es war so, dass er sowohl bei der TSV Rheinbeck gespielt hat einige Jahre und danach lange bei den SC 4 Marschlande, SCVM, ein bekannter Verein hier auch in Hamburg, hat mit einer guten Jugendabteilung damals, die auch in der A-Jugend Oberliga oder Bundesliga, damals hieß es glaube ich A-Jugend Oberliga, noch gespielt haben. Und da das eben doch vielleicht nicht eindeutig war, also er war glaube ich 6 Jahre in Rheinbeek und danach 6,5 oder 7 Jahre in SC4 und Marschlande, haben wir auch beides gelten lassen. Und natürlich seine erste Profistation war Werder Bremen. Ja, und wir haben also 7 richtige Antworten. Also ihr seht, es lohnt sich mitzumachen. Ihr habt immer eine gute Chance hier, auch was zu gewinnen. Und ich komme jetzt hier zur Verlosung. Also 2 Tickets für das wirklich spannend dramatische Abstiegsduell von Werder Bremen und dem FC Augsburg. Beide halt ja punktgleich. Und der Verlierer dieses Duells könnte also wirklich Gefahr laufen, dieses Jahr den 16. und 17. Platz zu belegen. Hannover ist sicherlich abgeschlagen, aber es geht jetzt hier wirklich sehr, sehr eng um die Relegation oder auch den direkten 17. Platz, Abstiegsplatz, also zu. Es geht hier los. Wir werden hier mal mischen und ich werde jetzt hier jemanden ziehen. Und wir haben den User, Hochgepokert-User mit dem Namen Double Dreamer. Den werden wir jetzt gleich anmailen und dann werden wir, wenn wir seinen Klarnamen und so weiter auch haben, dann bekommt er die beiden Tickets hinterlegt in Bremen. Ich werde jetzt noch einen Ersatzmann ziehen, falls wir ihn nicht schnell noch bis morgen auch erreichen. Dann werden wir hier einen Ersatzmann haben. Und das ist Flo EPT. Also Flo EPT,
Du bist als Ersatz, falls hier irgendetwas gerade von der Kontaktaufnahme nicht funktioniert. Ich hoffe natürlich, dass es sofort funktioniert und wir natürlich alle, die sich gekümmert haben, auch darauf warten, wer gezogen wird. Also Flo EPT ist als Ersatz für Double Dreamer. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir wollen ja häufig Tickets verlosen. Uns wurde auch einiges zugesagt. Ich möchte aber jetzt hier nicht etwas genau versprechen, weil ich immer noch auf Karten warte, zum Beispiel fürs DFB-Pokal-Halbfinale Hertha gegen Dortmund. Auch Karten aus der englischen Premier League. Ja, wir sind da jetzt dran und hoffen, dass wir da nächste Woche dann mal erklären können, was wir alles noch verlosen werden. Ohne jetzt das 100% jetzt schon zu versprechen. Ja, Verlosung haben wir also geschafft. Dann geht es gleich weiter mit den Tipps und vor allen Dingen mit den JPJ Dreierkombis. Schauen wir mal auf die Bundesliga am Wochenende. Erstmal Übersicht. Die Tipps von Thomas Bedaric habt ihr ja schon gehört. Ich glaube, dass Hertha BSC gegen Hannover zu Hause nichts anbrennen lassen wird. Hannover erscheint mir einfach wirklich die Saison jetzt austrudeln zu lassen, trotz Trainerwechsel, der jetzt nochmal verzogen wurde. Der Daniel Sterndl ist neuer Trainer in Hannover. Vielleicht schafft er es, die Mannschaft zu motivieren, aber Hertha ist zu Hause wirklich eine Macht. Die werden nach meiner Meinung 3:1 gewinnen zu Hause. VfB gegen FC Bayern München. Ich glaube, dass Bayern sich vielleicht schwer tut. Hier ist eine Überraschung drin, vielleicht ein Unentschieden. Ich habe mal 1:1 getippt. Bayern ist jetzt im Champions League-Modus und wird eventuell dort dann sich mit einem Unentschieden auch zufrieden geben. Ich weiß es nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass da viel rotiert wird. Und VfB halte ich vom Potenzial her durchaus für möglich, auch Bayern Bein zu stellen. Dann haben wir den HSV, mein Lieblingsteam, gegen Darmstadt 98. Ja, ich glaube wirklich an einen Heimsieg hier für die Hamburger. Ich glaube, dass sie jetzt etwas, ich sag mal, befreiter, etwas lockerer da an die Sache rangehen können. Sie waren jetzt in Hannover sehr unter Druck. Und ich glaube, dass sie jetzt mit einer etwas Lockerheit auch diesen Heimsieg einfahren können, also unverkrampft. Natürlich ein wichtiges Spiel immer noch. Und ich glaube hier fest an Heimsieg, werde auch im Stadion sein. Dann Werder gegen Augsburg. Alles möglich. Augsburg letzter Zeit eigentlich sehr kompakt. Werder hat natürlich Qualitäten zu Hause. Ich tippe hier auf ein 1:1, sehr umkämpftes Spiel. Frankfurt-Hoffenheim, eigentlich traue ich Hoffenheim hier mehr zu als Frankfurt. Also Frankfurt, bin gespannt, wie sie sich zu Hause dort verkaufen. Ich sehe hier auch eher ein Unentschieden, wenn nicht sogar ein X2, also praktisch Hoffenheim gewinnt oder eben Unentschieden. Dann Ingolstadt, München-Gladbach. Für mich Gladbach, starke Leistung natürlich auch gegen Hertha, wie auch schon vorausgesagt von uns. Gladbach ist, glaube ich, die Mannschaft so ein bisschen der Stunde, die jetzt auch erst durchaus noch schaffen können, den dritten oder vierten Platz sowieso zu erreichen in Champions League für die Qualifikation. Und ich traue Gladbach auch einen Auswärtssieg bei den doch wirklich erstaunlich konstanten und kampfstarken Ingolstädtern zu. Also 2:1 für Gladbach in Ingolstadt. Dann Wolfsburg gegen Mainz. Habe ich 1:0 getippt. Ein bisschen mit Wunschdenken für Wolfsburg. Ja, es wird knapp. Ich hoffe, dass Wolfsburg endlich es schafft, einigermaßen mal wieder als Mannschaft zu Hause wenigstens zu gewinnen. So auswärts extrem enttäuschend, die Leistung auch von letzter Woche. Schalke, dann Sonntag, zwei schöne Spiele natürlich. Schalke gegen Dortmund, das Revierderby. Für mich hier ganz klar Dortmund zurzeit mit einer wirklich tollen Mannschaftsleistung. Die werden auch gerade im berühmten Ruhrpott-Derby werden die
nichts anbrennen lassen und werden Schalke, die einfach, wie gesagt, auch für mich enttäuschend Leistungen bringen in den letzten Wochen, werden mit 3:1 auf Schalke gewinnen. Und dann auch noch ein Derby am Rhein, Köln gegen Bayer Leverkusen. Da sehe ich Leverkusen knapp vorne mit 2:1. Auch hier sicherlich wird es ein schön kampfbetontes Spiel geben. Dann kommen wir also zu den Dreierkombis. Letztes Mal, liebe Freunde, wir waren dicht dran in der sogenannten Sicherheits- oder Bankvariante. Kann ich nur sagen, Asche auf mein Haupt. Bayern München im Handicap, also habe ich getippt, gegen Frankfurt. Bayern hat nur 1:0 gewonnen. Ja, man kann vielleicht sagen, vielleicht eine gute Abwehrleistung von Frankfurt, ich weiß es nicht. Einige meinten ja im Nachhinein, einige Bayern-Spieler, dass doch schon ein bisschen Champions League, Benfica, Lissabon im Hinterkopf war. Also ich finde, gerade von der Quote hätte man mit dem Handicap nur mit 1,2 etwas, was wir dort getippt haben, vielleicht doch sein lassen sollen. Also ich habe mich darüber geärgert. Wenn man dann hier die normale Variante heim sich nimmt, war auch nur 1,9, also lächerlich, 1,09, Entschuldigung, 1,09, wichtig. Also, lieber die Finger davon dann vielleicht lassen, weil das hat uns unsere Dreier-Kombi kaputt gemacht. Gladbach hat überzeugend zu Hause gewonnen mit einer 1,84-Quote. Dortmund gegen Bremen, sich zwar auch schwer getan, aber gewonnen. Und dann kommen wir zu der Risikovariante. Dort hat uns auch nur eine Sache das Spiel kaputt, also eine 10er-Quote mit 3 Spielen. Das war BVB gegen Bremen über 3,5 Tore. Es fielen sogar 5 Tore. Es war also ein guter Tipp. Dann hatten wir auch, muss man kurz überlegen, achso, da haben wir den HSV in Hannover getippt mit 2,4. Der hat auch verdient dann noch gewonnen, 3:0. Und wir hatten Hoffenheim. Und Hoffenheim gegen Köln, da lag ich halt doch falsch. Es gab eine hohe Quote auf zu Hause auf Hoffenheim. Allerdings hat Köln erstaunlich dort stark auch gespielt. Und Hoffenheim war eigentlich mit dem Punkt noch gut bedient zum Schluss. Deshalb, da lagen wir halt falsch. Aber wir waren also jeweils einer falsch bei 3 Spielen. Ist bei einer Dreierkombi ein Satz mit X, das war wohl nichts. Aber wir sind dicht dran und ich hoffe, diese Woche knacken wir mal wieder oder eine Kombi, beziehungsweise schaffen mal an. Ich habe zunächst als Bankvariante habe ich Hertha BSC zu Hause in Hannover, 1,52 Quote. Also ich sehe da keine Chance, dass Hannover da was reißen wird. Hertha zu Hause in den letzten Wochen, eigentlich also in den ganzen Monaten sehr, sehr stark, werden zu Hause deutlich gewinnen. Also Hertha die 1 für 1,52 bei unserem Partner betathome.com. Dann haben wir BVB, also Dortmund gewinnt auf Schalke, die 2 mit 1,74 die Quote. Und dann habe ich noch ein Spiel rausgesucht aus der zweiten Liga. Und zwar der Club, der 1. FC Nürnberg. Ja, auch seit Wochen mit einem Sieg nach dem nächsten. Und wirklich in starker Form und wird zu Hause gegen MSV Duisburg auch einen fast schon feststehenden Absteiger auch sich das nicht nehmen lassen. Zu Hause 1,57 für einen Heimsieg, finde ich eine gute Quote. Die 3 Spiele multipliziert gibt eine 4,15. Das heißt, für 100 Euro Einsatz gibt es 415 Euro im Erfolgsfall. Dann kommen wir jetzt zur sogenannten Risikovariante. Das ist HSV Heimsieg, die 1 gegen Darmstadt. Ich glaube, die putzen wir weg. Jetzt einigermaßen mit etwas mehr Lockerheit, wie schon gesagt. 2,0 immerhin zu Hause als Quote für Heimsieg. Dann Gladbach gewinnt in Ingolstadt. Die 2 auch mit einer schönen Quote, 2,29. Ich glaube, dass Gladbach hier die Qualität hat, dort auch zu gewinnen in Ingolstadt. Und Dortmund, wie schon erwähnt, Dortmund ist für mich auf Schalke zurzeit mit der Leistung der Bank. Und gibt es eine 1,74 Auswärtssieg auf Schalke. Diese 3 Spiele kombiniert für 50 Euro
Quote 7,97 gibt 398 Euro. Also fast achtfach, ich sag mal, riskiert es. Und ich glaube, irgendwann wird auch JPJ jetzt mal recht haben mit seinen Dreierkombis. Und irgendwo gibt es was zu gewinnen. Ja, liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch etwas unterhalten. Und schickt uns eure Tipps, wie auch immer gesagt. Wir suchen immer noch jemand, auch der wirklich sich hier so ein bisschen rauskristallisiert als Tipp- oder Wetttalent, den wir dann auch mal vielleicht ein bisschen mehr einbauen können in unsere gesamte hochgepokert Wettschiene. Das heißt also, wir haben ja auch verschiedene Artikel jede Woche. Schaut auch immer rein. Bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Ciao.